Der Ibiza-Untersuchungsausschuss bleibt weiterhin spannend. Aktuell geht es um eine Aktenlieferung aus dem Finanzministerium, das Sie ja durchaus jetzt nun erhalten haben, auch mit Mithilfe des Bundespräsidenten. Sie sehen das aber ein bisschen anders. Was ist Ihre Sicht der Dinge? Naja, die Sicht der Dinge ist die, dass uns Gernot Blümel weiterhin sabotiert im Untersuchungsausschuss. Er macht ja Rechtsbeugung bis zum Gehtnichtmehr, bis zum Einschreiten von VfGH und schlussendlich auch der Androhung des Einschreitens des Bundespräsidenten. Offensichtlich hat er diese Akten schon längst im Finanzministerium gebunkert gehabt, die hat es uns nur einfach nicht gegeben. Und jetzt kommt das nächste politische Fall, man hat sie mit Stufe 3 klassifiziert. Das verunmöglicht uns eigentlich das Arbeiten, denn Sie müssen sich vorstellen, diese Aktenlieferung mit diesen 30 Kartons hätte einen Umfang, wenn Sie die Blätter aneinander legen, von 2 Fußballfeldern. Die kann man nicht elektronisch nach Suchbegriffen durchsuchen, sondern muss vor Ort auf einem kleinen Tisch im Aktenraum des Parlaments hier alles manuell durchblättern. Natürlich eine weitere Verschleierungstaktik von Gernot Blümel, die so nicht akzeptabel ist. Mir wäre lieber gewesen, der Herr Bundespräsident hätte diese Exekution durchgezogen, wäre auch seine verfassungsrechtliche Verpflichtung gewesen und hätte dann auch gleich die Klassifizierung so vorgenommen, dass das Arbeiten mit diesen Dokumenten auch für uns entsprechend einfach ist. Sie möchten natürlich jetzt diese Klassifizierung ändern, nämlich niedriger Stufen. Ist das möglich und wie ist jetzt die Vorgehensweise? Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Klassifizierung zu ändern. Zum einen könnte der Herr Bundespräsident doch noch tätig werden, das würde ich ihm auch dringend empfehlen, und diese Exekution vornehmen, dann kann er es klassifizieren und uns übergeben. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist die, dass die Präsidiale im Nationalrat, das ist die Sitzung aller Parlamentspräsidenten, hier beschließt, eine Herabstufung vorzunehmen. Hier gibt es bereits Beispiele. Das Ibiza-Video wurde damals auch heruntergestuft. Das war zuerst auch in Klassifizierungsstufe 3 geliefert und schlussendlich dann 1, das heißt elektronisch verfügbar. Die Verfassung wird nun immer wieder strapaziert, haben wir auch in den letzten Tagen gehört. Wie sehen Sie das und wieso ist der Finanzminister nun doch zu dem Entschluss gekommen, diese Akten zu liefern? Denken Sie, war das der Druck des Bundespräsidenten, war das der öffentliche Druck und wieso dieses lange Verzögern? Ja, natürlich ist es der Druck, vor allem der aus dem Untersuchungsausschuss aufgebaut worden ist. Wir haben ja den Weg zum VfGH gemacht, der hier klar erkannt hat, dass diese Akten geliefert werden müssen. Blümel hat es einfach nur nicht getan und jetzt stelle ich die Gegenfrage. Jeder kann sich vorstellen, was mit einem Staatsbürger passiert oder mit einem Beamten, der diesen Weisungen nicht entspricht. Also aus unserer Sicht ist Gernot Blümel absolut rücktrittsreif und überhaupt nicht mehr geeignet für das Amt, war er wahrscheinlich auch nie. Und das wird natürlich auch ein Thema sein bei einer Sondersitzung, wo wir jetzt gerade in die Verhandlungen mit anderen Parteien gehen, um hier eine Sondersitzung festzulegen. Also das ist ein handfester Skandal, der muss natürlich im Parlament diskutiert werden. Was erwarten Sie sich von dieser Sondersitzung? Ja, ich erwarte erstens einmal, dass Gernot Blümel noch vor dieser Sondersitzung zurücktritt und wir uns dann nur mehr mit dem Bundeskanzler Kurz befassen müssen. Und in weiterer Folge, würde er das nicht machen, wird es natürlich wieder einen Misstrauensantrag geben. Und hier wäre zu überlegen, ob man diesen Misstrauensantrag nicht vielleicht sogar in einer geheimen Abstimmung macht, damit auch die Grünen dem zustimmen können und wir endlich Gernot Blümel dorthin schicken können, wo er hingehört, jedenfalls raus aus dem Ministerium. Sind Sie da schon in Gesprächen mit den Grünen? Mit den Grünen haben wir noch nicht gesprochen, aber es gibt jetzt einmal auf Club-Obmann-Ebene Gespräche mit der SPÖ und in diesem Zusammenhang wird es dann auch noch weitere Gespräche mit anderen Parteien geben.